Ja, wir gehen dann jetzt in unserem Plan weiter. Wir sind fast durch mit dem ersten Teil, mit der ersten Hälfte. Wir haben heute das Thema Counting auf der Agenda, das Thema Codes, Entschuldigung, fängt auch mit C an, auf der Agenda. Nachdem wir uns zuerst mal grundsätzlich damit beschäftigt haben, in der allerersten Sitzung mit dem Thema Problem Solving, also das Grundproblem mal dargestellt, was wir mit Computern schaffen wollen, ist ja Probleme zu lösen. Und da haben wir gesehen, okay, wenn wir das tun wollen, müssen wir Informationen repräsentieren, sowohl die Eingabe, die wir dem Computer geben, als auch das, was wir vom Computer rausbekommen, sind letztlich Informationen und die müssen wir in eine digitale Form bringen, sodass der Computer damit arbeiten kann. Und auch dazwischen, für die Lösung, brauchen wir eine Repräsentation verschiedener Dinge. So, das ist die Ausgangslage gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns jetzt zunächst mal anschauen, wie wir Informationen repräsentieren können. Und dann haben wir uns angeschaut, was sind eigentlich Informationen im Sinne der Informatik, im Sinne der Digitalisierung und haben da so ein paar Konzepte kennengelernt. Und vor allen Dingen auch, wie man Informationen dann messen kann, ne? Wie viel Information steckt eigentlich in einer bestimmten Nachricht? Da ist dann sehr schnell klar wird oder wurde, dass wir das Thema binär oder das Dualsystem kennenlernen müssen, damit wir Computer besser verstehen. Weil Computer eben binär arbeiten, haben wir uns dann mit Zahlensystemen auseinandergesetzt, die wir dann in das Thema Bits und Bytes überführt haben, als wir verstanden haben, dass Zahlensysteme und speziell das Binärsystem letztlich mit Nullen und Einsen arbeitet und dass es jeweils ein Bit ist. Dann haben wir kennengelernt, okay, wenn das ein Bit ist, was ist dann ein Byte? Was können wir mit einem Byte machen? Wie messen wir mehrere Bytes und so weiter? Das haben wir uns angeschaut in der letzten Sitzung. Und heute geht es jetzt darum, okay, wenn wir wissen, Computer können Nullen und Einsen abbilden und verarbeiten, das werden wir noch kennenlernen, wie sie die verarbeiten. Aber erstmal gehen wir davon aus, sie können das. Dann ist für uns die Frage, wir als Menschen sind ja eigentlich nicht so viel mit Nullen und Einsen unterwegs. Also wir nutzen eigentlich eher andere Dinge und wollen dem Computer aber diese Dinge beibringen und sagen, du sollst aber Bilder mir darstellen können. Ich möchte mit dir Bildbearbeitung machen. Du sollst meine Stückliste aus der Produktion verstehen. Du sollst meine Datenbank lesen können und darauf abfragen. Generieren, du sollst Videoverarbeitung machen und so weiter. Ich will mit dir sprechen können, ne? Das ist auch jetzt heute ganz aktuell, ne? Wir sprechen mit unseren Geräten, die sollen verstehen, was wir sagen. Aber das alles funktioniert nur mit Nullen und Einsen im Computer. Das heißt, wir brauchen einen Weg, wie wir das, was uns wichtig ist, also die Informationen, die uns etwas bedeuten, in einen Computer, der nur Nullen und Einsen versteht, reinbringen. Darum geht es unter anderem auch bei den Codesystemen, bei den Codes, die wir jetzt in Kapitel 5 uns anschauen. Und deswegen springe ich jetzt hier mal drauf. Und wir beginnen mit einem Bild, was wahrscheinlich jeder irgendwie einordnen kann. Und kurz die Frage an euch, was sehen wir hier? Genau, das ist Morse Code, wie du schon gesagt hast. Und das ist, du hast es sogar schon entschlüsselt, das ist SOS. Ganz wichtige Nachricht, die man in manchen Situationen braucht. Und wenn man in der Schifffahrt oder Pilotenausbildung und so weiter, lernt man das Morse Code-Alphabet noch und auch vor allen Dingen solche kurzen, wichtigen Sätze, um sich dann ausdrücken zu können. Wenn man zum Beispiel nur die Möglichkeit hat, über bestimmte Symbole zu kommunizieren. Und hier beim Morse-Code weiß jemand, wie man Morse-Zeichen typischerweise übermittelt oder übermittelt hat. Macht man immer noch, aber früher mehr. Also was ist das Medium? Wie werden diese Zeichen, die wir hier sehen, übersetzt in irgendwas Kommunikatives? Also ihr seid jetzt irgendwo in Not und wann würdet ihr diese Sequenz nutzen und wie? Das wäre jetzt die Frage. Also ihr könnt das per WhatsApp schreiben, dann könnt ihr aber auch einfach SOS schreiben, ne? Also von daher wäre die Frage. Ja, Licht, könntet da Lichtzeichen machen. Also mit der Taschenlampe zum Beispiel kann man dieses SOS von einem Schiff aus vielleicht immer wieder absetzen und hoffen, dass irgendjemand das sieht. Also über Licht geht es. Ja, man würde dann kurze und lange, also das nennt man Dot und Dash.
Dot ist kurz und Dash ist lang und dann gibt es noch Pausen dazwischen. Genau, Licht wäre eine Möglichkeit. Was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten? Ton, genau. Also Klopfzeichen könnte man machen. Na, man ist irgendwo im Kofferraum eingesperrt und macht dann Klopfzeichen. Da könnte man aber auch einfach wild draufhämmern. Aber wenn man SOS übertragen will, macht man vielleicht genau diese. Oder tatsächlich in der Kommunikation über Telegrafen hat man im Prinzip Morsecode-Symbole und Nachrichten akustisch übermittelt, dass da jemand wirklich sitzt an einem Gerät und Morsecode übersetzt, also Texte übersetzt im Morsecode und entsprechend die Pieptöne mit der Hand macht. Die gehen dann über eine Leitung und ein paar Kilometer weiter sitzt der Nächste und nimmt die Nachricht wieder auf und schickt sie weiter in den nächsten Kollegen. Und so konnte man über Morsecode und akustische Signale tatsächlich kommunizieren. Damals war es noch notwendig, dass, um zu kommunizieren, viele Leute arbeiten und viele Leute dort, die geschult sind, in diesem Morsecode relativ schnell zu übersetzen. Ja, da waren viele Fachkräfte gefragt. Das ist heute undenkbar, aber der Morsecode ist einer der Codesysteme, mit dem wir hier beginnen, weil er eben ja, so alt mittlerweile schon ist, aber so eine breite Anwendung hatte und heute eben auch noch existiert und verwendet wird. Ja, wir werden später nochmal auf den Morsecode zurückkommen. Das ist letztlich ein Codesystem, bei dem wir auch das machen, was wir jetzt mit Computern im digitalen Zeitalter machen wollen, nämlich Dinge kodieren, sodass sie für uns oder die Dinge, die uns eine Bedeutung haben, in einem anderen Codesystem darstellbar werden. Und das ist letztlich beim Morsecode dann das Morsecode-Alphabet. Das ist das, sagen wir mal, das, was wir mit dem Morsecode machen können. Und dort seht ihr im Prinzip die Buchstaben von A bis Z und die Zahlen von 0 bis 9. Das ist so das Standard Morsecode-Alphabet. Und daneben seht ihr, wie der Buchstabe E zum Beispiel kodiert wird, nämlich nur mit einem kurzen Dot. Und da seht ihr auch, wie S mit drei Dots, O mit drei Dashes, wo ist es? Da, drei Dashes. Und dann nochmal S, ergibt dann SOS. Also mit dieser Tafel könntet ihr sozusagen einen Morsecode dekodieren, ne? Ihr könntet sozusagen hören oder Licht schauen und euch in Gedanken versuchen, dieses Zeichen in Morsecode in ein Zeichen, Buchstabe oder Zahl zu übersetzen. Und das ist das, was für uns wieder Bedeutung hat. Und wir können jetzt also, ähnlich wie wir es gleich sehen beim Computer, mit Nullen und Einsen, hier mit Dots und Dashes Bedeutung oder für uns bedeutsame Dinge kodieren in einem anderen System, mit dem wir dann zum Beispiel sehr gut über Audio oder über Licht kommunizieren können. Genau. Es gibt ein schönes Tool online, das werde ich euch über Teams mal schicken. Da könnt ihr eine Morsecode-Nachricht eintippen und er übersetzt euch das in, ich glaube, Pieptöne in der Note A und letztlich dann Audiosignale, die ihr runterladen könnt. Da kann man dann so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was der Job früher tatsächlich bedeutet hat, wenn man da saß und Nachrichten bekommt. Man bekommt ja Pieptöne, muss ganz genau hinhören, dekodiert die dann relativ schnell und sendet sie dann gleichzeitig weiter. Unglaublich anstrengend, wenn man das 8 Stunden am Tag macht. Oder vielleicht konnten die auch nicht 8 Stunden am Tag das machen. Ja, die Frage, die wir uns zuerst im Kontext von digitalen Rechnern anschauen wollen, ist Text. Wie wird Text repräsentiert? Und tatsächlich ist das jetzt nicht mehr ganz neu für uns, weil wir da schon in der Vergangenheit immer mal wieder darauf hingewiesen haben, wie das funktioniert. Aber wir wollen es hier nochmal expliziter machen und anschauen. Und wenn wir Text repräsentieren wollen, dann ist das genauso, wie wir das eben beim Morsecode gesehen haben. Typischerweise erstellen wir eine Art Tabelle. Hier eine Tabelle, die aus dem sogenannten ASCII-Code stammt. Oder die, ja, das ist der ASCII-Code. Die ASCII-Code-Tabelle, ein Ausschnitt daraus. Und letztlich geht es da darum, dass man Buchstaben oder Symbole, die wir in der Kommunikation, schriftlichen Kommunikation verwenden, in eine numerische Form bringt, also dem eine Zahl zuordnet. Ja, also in diesem Fall fangen wir mal mit dem A an. Das hatten wir schon mal als Beispiel gesehen. Das ist die 65, ne, Dezimal. Das ist die 65 Dezimal. Und es gibt eine entsprechende Tabelle, wo wir dazu auch den Binärwert finden. Also letztlich wollen wir binäre Zahlen. Und was man aber häufig macht, ist in so einer Codetabelle, man führt auch den Dezimalwert auf, weil der für uns einfach leichter zu verstehen ist. Und dann sieht man, okay, 65 ist A, 66 ist B und man kann das dann einfach vorzählen. Und daneben steht aber immer die binäre Repräsentation.
Und das ist, wie gesagt, der ASCII-Code oder ein Ausschnitt daraus. Und der ist tatsächlich schon relativ alt. Das war einer der ersten standardisierten Codesysteme für die Darstellung von alphanumerischen Zeichen, von Symbolen, Satzzeichen und so weiter. Also im Prinzip das, was wir auf der Schreibmaschine finden, wurde hier in ein Codesystem überführt, das dann mit digitalen Rechnern verwendet wurde. Und tatsächlich brauchen wir da gar nicht so sehr in der Vergangenheit sprechen. Das wird heute auch verwendet. Das ist immer noch im Einsatz. Gerade für einfache Textdateien. Wenn ihr mal einen Texteditor offen habt, könnt ihr unten immer gucken. Normalerweise, zum Beispiel bei Notepad ist das der Fall, seht ihr die Codierung. Und da könnt ihr die Codierung auch ändern, weil eine Codierung ist ja nicht fix. Wenn ich sage, das ist jetzt ASCII-kodiert, dann sollte das als ASCII interpretieren. Aber wenn jemand anders sagt, das ist jetzt ein Unicode, dann wird der Editor das als Unicode repräsentieren. Das sind ja letztlich nur Nullen und Einsen. Und wir müssen dem Computer sagen, was bedeutet jetzt ein Byte von Nullen und Einsen? Ne? Und wenn wir sagen, das ist Unicode, dann ist es Unicode. Funktioniert vielleicht nicht so gut. Hier ist es ASCII-Code und das ist die Tabelle dazu. Und das wäre die gesamte große Tabelle des ASCII-Codes. Und da sieht man jetzt das, was ich sagte eben. Wir haben also hier auf der linken Seite, und ich fange mal bei der 65 an, die wir eben gesehen haben, das ist hier das A. Auf der linken Seite haben wir dann die Dezimalzahl, die das kodiert. Und dann haben wir hier netterweise die Binärzahl und die Oktalzahl und die Hexadezimalzahl. Das ist typisch in solchen Tabellen, dass man gleich alle verschiedenen Zahlensysteme mit aufführt, weil man noch nicht so genau weiß, in welchem Zielsystem der Benutzer das nachschlägt. Aber für uns interessiert eigentlich erstmal dezimal, weil wir wissen wollen, wie sind die grundsätzlich nummeriert und dann die Binärrepräsentation, weil das ist das, was der Computer nachher speichert. Also wenn ihr jetzt einen Text wie SOS im ASCII-Code speichern würdet, was würde dann der Computer letztlich irgendwo in Speicher abbilden? Das gleiche, was wir eben im Morse-Code hatten, was wäre das jetzt dann im Computer? Wo würdet ihr hinschauen und was würdet ihr dann sagen, hat der Computer sich gemerkt? Angenommen, wir haben es ASCII-kodiert gespeichert. Genau, das wäre die Dezimalrepräsentation, aber er merkt sich natürlich die Nullen und Einsen dazu, ne? Also die Bits und Bytes, die daneben stehen. Also 3 Bytes, das können wir festhalten, weil wir haben ja 3 Buchstaben und die würden dann sozusagen gefüllt sein mit, was ist gerade gesagt, S ist hier, also 01 01 00 11. Dann kommt das O, 01 00 11 11. Und dann kommt wieder das S. Also 3 Bytes, 24 Bits, die man für SOS im ASCII-Code bräuchte. Im Morse-Code sah das ein bisschen effizienter aus, ne? Da sah das irgendwie einfacher aus. Liegt aber daran, dass der Morse-Code auch viel weniger Zeichen hat, ne? Der hat nur die Buchstaben und Zahlen. Hier gibt es deutlich mehr. Und da können wir vielleicht auch einmal kurz drauf gucken, was es da so gibt. Ja, ihr seht hier zum Beispiel eine ganze Reihe an Satzzeichen und Prozent und so weiter, Dollar. Das Eurozeichen hat es nicht reingeschafft. Das gab es damals noch nicht. Ne? Da hat noch keiner von Euros gesprochen. Aber es gibt es natürlich in einer erweiterten ASCII-Tabelle für die zweiten. Wir haben ja hier nur die ersten 7 Bits, wie wir gesagt hatten, verwendet. Es gibt also noch eine Möglichkeit, 128 weitere Werte zu speichern. Da könnten wir dann auch das Eurozeichen unterbringen. Genau, was wir auch haben, im Prinzip die ganze linke Seite, hier die linke Spalte von 0 bis 31. Da steht hier ganz merkwürdiges, kryptisches Zeug dahinter. Da wissen wir nicht so richtig, was das ist. Die 13 zum Beispiel hier, CR, das ist etwas, was wir tatsächlich häufig verwenden. Weiß jemand, was das ist? ASCII-Code 13, CR, ist jetzt abgekürzt hier, steht für was? Das ist das Carriage Return, also einfach Enter. Das ist das nicht sichtbare Zeichen Enter, aber auch die haben eine Codierung, weil die natürlich als Zeilenumbrüche in Dateien dann auch gespeichert werden. Ne? Zeilenumbrüche sind auch ein Zeichen. Und so sind wir hier im linken Bereich in den sogenannten nicht sichtbaren Zeichen. Da sind eine ganze Menge Kontrollzeichen, die bestimmte Dinge markieren in einer Nachricht und die sind aber alle nicht sichtbar. Die sichtbaren Zeichen beginnen ab, ich weiß jetzt nicht, Space ist 32, wenn man Space als sichtbar definiert, also ein Leerzeichen, das würde ich sagen, ist sichtbar.
Dann ist das das erste davon, ja. Ja, und dann ist also der, genau, also ein Bit. Das heißt, ein Zeichen im ASCII-Code sind 8 Bit, also ein Byte. Ne? Das ist hier vielleicht nochmal zu unterstreichen. Und tatsächlich hatten wir gesagt, es sind aber nur 7, weil wenn ihr genau hinguckt, ist das erste Bit immer 0. Könnt ihr mal durchgehen, es ist einfach so, überall 0. Das heißt, eigentlich brauchen wir das linke gar nicht. Aber wir haben gesagt, wir wollen in Computern eigentlich immer in ganzen Bytes denken, weil ein Computer immer in Byte-Einheiten seinen Speicher organisiert. Und deswegen müssen wir eigentlich mindestens ein Byte hier vorsehen. Und es wurde dann gesagt, okay, wenn wir noch ein Bit frei haben, haben wir also nochmal so viele Werte, die wir verwenden können. Und die werden tatsächlich in unterschiedlichen, sagen wir mal, Ausführungen des ASCII-Codes, je nachdem in welchem Land, in welcher Region man ist, mit speziellen Zeichen aus der jeweiligen Sprache belegt. Ne? Da gibt es dann für Europa noch weitere Zeichen, aber auch für andere Länder gibt es dann entsprechende sogenannte Code-Pages, die man dann zum ASCII-Zeichensatz zusätzlich angeben kann. Und wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt in einem bestimmten, sagen wir mal, regionalen ASCII-Dialekt kodiert, dann kann er die Zeichen auch richtig darstellen, der Rechner. Okay, das wäre der ASCII-Code. Jetzt haben wir aber heutzutage viel, viel mehr Zeichen. Wenn wir also darüber nachdenken, alleine wenn ich jetzt bei Teams schreibe und dieses Symbol für die Emojis mal aufrufe, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele Zeichen gibt es da. Und jetzt gehe ich mal hier rein, will das mal illustrieren, also Windows Punkt. Diese meine ich alle. Ne? Was wir heutzutage haben, sind ja viele grafische kleine Symbole und so weiter, die natürlich auch irgendwie kodiert werden müssen, weil sie letztlich Zeichen sind, die der Computer darstellen soll. Und wir müssen in der Nachricht, die ich auf Teams schreibe, irgendwann dem Computer sagen, wie sollst du jetzt so einen lachenden Smiley abbilden? Und dazu reicht dann der ASCII-Code nicht mehr aus, sondern wir gehen dann in einen neueren Codesatz oder ein neues Codesystem. Und das haben wir uns überlegt, eben genau aus dem Bedarf heraus, dass wir mehr Zeichen brauchen. Einfach weil es auch im ASCII-Code viele Schriften gibt, wo wir nicht mit 128 Zeichen zusätzlich auskommen. Da reicht es einfach nicht. Da brauchen wir mehr. Und um das auch ein bisschen besser zu adressieren und vor allen Dingen, um auch mehr Freiheiten zu haben, gab es den oder gibt es den Unicode. Und der Unicode arbeitet mit mehr als einem Byte. Er arbeitet hier mit, wir können uns das mal versuchen herzuleiten. Das sind jetzt hier mal die Codierungen in Hexadezimal für ein paar, ja, mehr oder weniger gängige Emoticons. Könnt ihr anhand der Hexadezimalzahl mir sagen, wie viele Bits dahinter stecken? Also nehmen wir mal den grinsenden ganz links hier, der 1F600. Was ist das als Hexadezimalzahl? Wie viele Bits müssten wir da reservieren? Ich hatte das eben eingangs gesagt, warum Hexadezimal so schön ist, um sowas darzustellen, aber dann hatte ich auch gesagt, wie viele Bits kann man mit einer Hexadezimalziffer kodieren. Jetzt überlegt euch, wofür steht eine Hexadezimalziffer? Für die Zahlen oder für mögliche Zahlen von 0 bis 15. Wir hatten ja gesagt, wir zählen von 0 bis 9 und dann A, B, C, D, E, F. Das ist also F wäre die 15, also 0 bis 15, 16 Möglichkeiten. Das klingelt doch, weil das ist irgendwie die gleiche Anzahl, die wir mit 4 Bits auch darstellen können. Also 1, 2, 4, 8, da passen auch 15 rein. Wenn wir alle addieren, 8 plus 4 plus 2 plus 1 ist 15, also 0 bis 15. Das heißt 4 Bits. 4 Bits pro Hexadezimalzahl. Also das F oder sagen wir das, diese 1 hier, die kodiert 4 Bits oder kann 4 Bits kodieren. Ne? Dahinter stehen theoretisch 4 Bits. Das heißt, wenn wir hier 5 haben, sind das mindestens 20, 4, 5 mal 4 Bits, die dahinter stehen. Oder 2,5 Bytes. Genau, also 16 wären 2 und dann haben wir noch ein halbes, also ein Nibble, hatten wir gesagt. Nibble, 2,5. Tatsächlich arbeitet der Unicode mit variabler Länge. Das bedeutet, es gibt eine Codierung, die sagt, wie viele der folgenden Bits zu diesem Zeichen gehören. Die steht am Anfang. Und es ist dann, je nachdem, welches Zeichen wir nehmen,
eine längere Codierung und eine kürzere. Das nennt man Variable Length Code. Das ist einfach effizienter, weil wir in den meisten Fällen tatsächlich vielleicht nur Symbole brauchen, die auf den ersten paar Seiten stehen. Da brauchen wir kürzere Codes. Wenn wir aber ganz exotische Codes wollen, dann müssen wir vielleicht auch mal einen mit maximal 32 Bits kodieren. Ich glaube, 32 sind es noch nicht, aber wir könnten maximal 32 Bits kodieren. Und jetzt die spannende Frage mit 32 Bits. Wie viele Zeichen können wir da kodieren? Potenziell, wenn wir alles für Zeichen reservieren würden. Ja, das wird jetzt schwer, weil ich die Zahl nicht aussprechen kann. Was würdet ihr rechnen? 2 hoch 32. Könnt ihr mal machen, ist eine sehr große Zahl. Was wir da mitnehmen können, ist, dass der Unicode ganz sicher ausreichen wird, um unsere Zeichen, die wir zumindest heute vorhersehen können, die wir irgendwann mal brauchen, auf jeden Fall mit abbilden zu können. Der Unicode wird das schaffen. Der Unicode hat so viel Platz. Da haben wir jetzt wirklich einen Code, den wir wahrscheinlich die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber eine lange Zeit nutzen können. Genau, das wäre der Unicode. Und wie gesagt, wenn ihr heute kommuniziert, dann ist das in der Regel Unicode kodiert. Also wenn ihr eine Datei öffnet, Texteditor steht normalerweise UTF-8. Ja, das ist eine spezielle Umsetzung des Unicodes, UTF-8. Das ist der Standard. Wenn ihr Webseiten anschaut im Internet, im Browser, die sind UTF-8 kodiert. Typischerweise. Hexadecimal, das hatten wir gerade eingeführt, wollte ich an der Stelle, weil wir das hier mit den Emoticons auf der Slide sehen, auf jeden Fall nochmal adressiert haben, aber haben wir gerade schon gemacht, deswegen nur ganz kurz. Ja, das ist natürlich genau das gleiche wie bei den anderen Systemen. Wir schreiben also hier die 16 als Basis dann hin und dann ist die Wertigkeit entsprechend dieser verschiedenen Ziffern eben 16 hoch 0 ist immer 1, 16 hoch 1 ist 16 und 16 hoch 2 wäre dann 256 und so eine Zahl 1AD, ja, wo wir natürlich jetzt diese Buchstaben auch nutzen können dann im Hexadezimalsystem, würde man dann übersetzen in 1 mal 16 zum Quadrat. Ja, die 1 bleibt natürlich als 1 bestehen. Plus 10 mal 16 hoch 1, weil wir hatten eben gesagt, das A wäre dann nach der 9 für die 10 stehend. Ja, also deswegen 10 mal 16 hoch 1. Plus 13 mal 16 hoch 0, also die einer Stelle. 13 einer Stellen. Das bedeutet in der Summe 429, weil wenn wir alles addieren oder ausmultiplizieren, müsste das auf 429 rauskommen. Also 1AD würde jetzt hier für 429 im Dezimalsystem stehen. Es sei denn, ich habe einen Fehler gemacht, aber wenn das passt für euch. Ja, ich hatte Ja. Ja, wäre eine deutlich größere Zahl, ne? Aber klar, du könntest auch das A auf die dritte. Ja, da sagt man übrigens dann, wenn wir im Binärsystem sind, ist die rechte ja die größte immer und auch im Hexadezimalsystem, in jedem, ist die linke, Entschuldigung, die linke immer die größte und die rechte die kleinste. Und wir sprechen bald dann immer vom Least Significant Digit oder Bit, weil wir im Binärsystem sind, ist es immer ein Bit. Least significant bedeutet der am wenigsten bedeutsame übersetzt. Also der kleinste, die kleinste, das ist die Einser-Position. Und the most significant Bit oder Digit ist dann die leftmost, also die links am weitesten ist. Je nachdem, wenn es ein Byte ist, dann ist es halt die Stelle 8, ne, auf der linken Seite. Den Begriff könnt ihr euch schon mal vormerken. Least significant und most significant Bit. Im Hexadezimalsystem dann allgemein Digit, ne? Da ist ja dann kein Bit zu sehen. Okay, das wäre jetzt mal eine Idee, wie man Texte repräsentieren kann mit ASCII oder Unicode, je nachdem, wie viel Zeichen man braucht. Letztlich einfach ist das Ziel immer, wir wollen in irgendeine Form von 0 und Einsen kommen. Und wenn ihr jetzt eine Datei habt, nochmal vielleicht zurückgehen mit Textinhalt, ja, dann wird einfach eins dieser Codesysteme dahinter liegen, um diese Datei, was ihr da schreibt, in eine Abfolge von 0 und 1 zu bringen, die dann gespeichert wird in der Form im Speicher. Entweder auf der Festplatte, auf einem Speichermedium wie im USB-Stick oder eben im Hauptspeicher, wenn ihr es noch nicht permanent gespeichert habt. Aber irgendwo ist diese lange, lange, lange Abfolge von Nullen und Einsen. Und wenn ihr dem Computer dann beim Öffnen sagt,
Okay, das ist eine Textdatei im UTF-8-Format, dann kann er euch dann auch diese Datei wieder anzeigen. Das ist wichtig, weil Nullen und Einsen sind natürlich erstmal an sich ohne Kontext bedeutungslos. Ne? Wenn ich jetzt sage, das ist eine UTF-8-Datei, aber in Wirklichkeit ist es eine Sounddatei, kommt da wahrscheinlich irgendwas ganz Kryptisches raus. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr eine Datei, die eigentlich nicht eine Textdatei ist, in einem Texteditor geöffnet habt. Schon mal probiert? So eine .exe-Datei, probiert das mal in einem Texteditor zu öffnen. Das ist eine binäre Datei, die eigentlich keinerlei textuellen Informationen beinhaltet. Und der versucht dann aber trotzdem daraus eine textuelle Darstellung zu machen, weil ihr ihm gesagt habt, das ist aber ein Text. Funktioniert nicht so gut. Es wird was dargestellt, aber das sieht furchtbar verwirrend aus. Zweites Ding der realen Welt, zweites Anliegen, was wir haben, ist, Bilder zu repräsentieren. Ja, wir machen sehr, sehr viel mit Bildern mit unseren Computern. Einfachste ist einfach mit dem Smartphone Fotos. Ne? Das ist ja letztlich heute wahrscheinlich die häufigste Anwendung. Oder man lädt Fotos irgendwo hoch, man bearbeitet Fotos, man zeichnet am Computer vielleicht auch, man plant Dinge, man zeichnet Diagramme. Das ist alles letztlich visuell Bilder. Und wie wir sie darstellen, wäre dann die nächste Frage. Und ich habe jetzt hier mal ein Bild rausgesucht als Beispiel. Das finde ich passt ganz gut. Sollte eigentlich Sommersemester sein. Und wenn ich das Bild sehe, dann denke ich so an Sommerurlaub oder vielleicht grundsätzlich an einen schönen sonnigen Tag. Und da bekommt man natürlich auch Lust langsam auf Sommer. Aber man bekommt vielleicht auch Lust zu verstehen, wie das Bild im Computer abgebildet wird. Und das ist eigentlich unser Ziel, jetzt hier das besser zu verstehen. Und was man in einem bestimmten Format, wenn man ganz, sag mal, naiv an die Sache rangeht und sagt, okay, wie können wir das Bild jetzt speichern? Dann könnt ihr mal probieren, in so ein Bild ganz weit rein zu zoomen. Das habt ihr ja vielleicht schon mal gemacht auf eurem Rechner. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme einen Ausschnitt hier raus. Das ist jetzt mal einfach nur diese Mini-Palme oder dieses Stück einer Palme hier, dass wir uns ein bisschen größer anschauen. Und was man vielleicht jetzt schon sieht, ist, dass das bisschen schlechter aussieht von der Qualität. Wenn ich da reinzoome, das ist jetzt nicht besser geworden, das sieht eher so ein bisschen blurry aus. Ne? Und wenn ich da noch weiter reinzoome, dann wird dieser Effekt verstärkt. Also ich sehe jetzt, so langsam sieht das ein bisschen unscharf aus und wenn ich noch weiter reingehe, dann kriege ich sogar so den Eindruck, dass das gar kein flüssiges Bild ist, sondern dass das irgendwie Kästchen sind. Also Pixel sind das. Ne? Wir nennen die Pixel. Und wenn ich noch weiter reingehe, dann sieht es dann irgendwann ganz absurd aus. Und wenn ich zu tief reingehe, sehe ich eigentlich nur eine Farbe. Und das ist tatsächlich, sag mal, ein Standardweg, wie wir in Computern Bilder abbilden. Ne? Das ist das sogenannte Pixel, was wir hier sehen. Jedes dieser Quadrate ist ein Pixel und wir teilen letztlich das Bild, was wir speichern wollen, in eine Vielzahl Pixel auf. Und was machen wir dann? Wenn wir jetzt ein Foto machen, ist das sehr gut zu verstehen? Was macht eigentlich euer Smartphone, wenn es ein Foto macht oder eure digitale Fotokamera? Was passiert da? Was sorgt dafür, dass wir ein Foto machen können? In eurem Smartphone. Letztlich wird am Ende sowas irgendwo gespeichert, ja, so eine, sag mal, Matrix von Pixeln. Wir gucken gleich noch drauf, was da wirklich dahinter steckt. Also wie wir das speichern. Aber wie wird sowas erzeugt? Das ist jetzt die nächste Frage. Also wie kommen wir jetzt auf zum Beispiel den Farbwert dieses Pixels oder dieses Pixels oder dieses Pixels, wenn ich ein Bild mache mit einer Kamera? Wisst ihr das? Da sind in eurer Kamera ist ein Sensor und der Sensor hat letztlich, je nachdem, was für einen Sensor ihr habt, ja, da gibt es dann immer die schöne Angabe, wie viel Megapixel die Kamera aufnehmen kann. Und das ist letztlich die Angabe, wie viele Bildpunkte er messen kann, der Sensor. Ne? Wie viele Bildpunkte aus dem, was gerade auf die Linse fällt, kann er sozusagen messen und digitalisieren. Das macht der Bildsensor in eurem Smartphone oder in eurer digitalen Kamera. Und der ja, misst dann letztlich die Farbinformation, also die Wellenlänge des Lichts, die auf ihn drauf trifft und digitalisiert diese. Und letztlich sehen wir das Ergebnis dann hier in einer, ja, Darstellung auf dem Bildschirm. Aber im Hintergrund wird das natürlich in Nullen und Einsen irgendwie gespeichert. Und das wäre jetzt die spannende Frage. Wie genau wird ein so ein Pixel im Computer gespeichert? Und wenn wir das wissen,
Ja, dann können wir einfach im Prinzip sagen, ist ein Bild eine Liste von diesen Pixeln. Ne? Bild ist letztlich eine Liste von Pixeln. Was sind so Größenordnungen typischerweise, wenn jetzt euer Smartphone ein Bild macht? Wie groß, wie viele Pixel haben wir da in so einem Bild? Was wisst ihr das? Typischerweise. Was würde 12 Megapixel bedeuten, wenn das jetzt mal die höchste Auflösung ist, die ihr machen könnt? Ich weiß gar nicht, was der aktuelle Standard ist. 12 ist sowas, was ich im Kopf habe, glaube ich, bei mir. Die neuesten haben wahrscheinlich sogar 14 oder mehr. Was sind Megapixel? Wofür steht Mega? Haben wir kennengelernt. Megabyte. Mega ist Millionen. 12 Millionen Pixel. Das heißt, eine ganze Menge, wenn ich mir überlege, typischerweise ist ja so ein Bild dann X mal Y, also das hat eine X-Auflösung und Y, also eine Breite und eine Höhe. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie viele Pixel Auflösung das wohl bedeutet. Ne? Wenn ihr das ausmultipliziert, müsst ihr auf 12 Millionen kommen. Und tatsächlich haben wir heute relativ große Bilder, nicht notwendigerweise so groß, aber wir wissen ja nie, was wir damit machen. Wenn ihr damit irgendwann mal ein Plakat bedruckt, dann sind 12 Megapixel sehr gut. Wenn ihr aber auf eurem Handy die Bilder anschaut, brauchen wir niemals 12 Megapixel. Aber wir wollen natürlich erstmal die beste Qualität, die wir machen können, auch speichern und dann überlegen, was wir damit machen. Und uns interessiert jetzt, egal wie viele Millionen Pixel es sind, wie speichern wir so einen Pixel? Und das geschieht über ein Codesystem natürlich, darüber sprechen wir. Und das Codesystem nennt sich RGB-Codesystem. RGB, das steht für die drei Grundfarben bei der additiven Farbmischung. Und die wird hier angewandt, wenn wir also Lichtfrequenzen mischen. Und da kann man hier eben Rot, Grün und Blau miteinander mischen. Und Bildschirm ist ja nichts anderes als eine Mischung von Licht in bestimmten Anteilen. Jedes Pixel wird mit RGB irgendwie gemischt und das sieht dann für uns in der Farbe so aus, was die Mischung immer gibt. Das ist die additive Farbmischung. Wenn ihr mit Farbkasten malt, dann kennt ihr das auch. Ihr mischt zwei Farben zusammen. Das ist nicht die additive, sondern die subtraktive Farbmischung. Da werden dann Farbpigmente miteinander vermischt, die dann wieder zu Reflexionen führen und dann eine Farbe ergeben, dann ist das etwas anders. Hier sind wir in der additiven und dann gilt der RGB-Code und die verschiedenen Formen, wie wir sie mischen können. Und letztlich ist so ein Pixel dann eine Mischung aus Rotanteil, Grünanteil und Blauanteil. Und die Frage ist, welche Farbe oder welche Anteile ergeben eigentlich was? Na, das kann man nachgucken, das können wir uns jetzt auch gleich einmal anschauen. Aber die Frage, was ergibt jetzt dieses, ja, Braun hier aus dieser Pflanze heraus. Das wäre die Anteile 172, 137 und 9. Ja, man kann das schon vielleicht so ein bisschen erkennen. Es ist mehr rötlich, auf jeden Fall nicht sehr viel blau, ist eher eine warme Farbe und so ein bisschen grün ist auch noch beteiligt. Jetzt ist die Frage 172, was ist denn das Maximum an Rot, was ich hier reinschmeißen kann? Wisst ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Kommen wir jetzt gleich darauf zu sprechen, aber vielleicht dachte ich, weiß der eine oder andere, die eine oder das schon. 255 wäre der Maximalwert. Also wenn ich 255 Rotanteil hätte, hätte ich alles an Rot reingehauen, was ich habe. Das heißt, 255 kommt uns auch schon wieder bekannt vor. Wir können den Rotanteil zwischen 0 und 255 variieren. Was war nochmal da der Zusammenhang zu unseren binären Zahlen? Ja. Ein Byte, genau. Das ist im Prinzip 255 wäre ein Byte voller Einsen, genau. Und 255, das klingt so wieder nach diesem einen Byte. Und tatsächlich ist der RGB-Code 3 Byte, also für ein Pixel, weil wir eben diese drei Farbkanäle in der Farbtiefe 8 Bit speichern. Okay, das schreiben wir typischerweise als Hexadezimalzahl, wenn wir zumindest wenn wir technischer das Ganze darstellen wollen, weil sich das eigentlich kaum jemand merken kann, sagt man eigentlich, das ist kürzer. Ich weiß nicht, ob man sich das leichter merken kann, aber das wäre eine kompaktere Schreibweise für diese Farbinformationen. Und die kennt ihr bestimmt. Und wenn nicht, würde ich euch einladen, einfach mal in eurem beliebigen Slide-Editor oder Word, welches Programm ihr auch immer nutzt, mal die Farbeinstellungen anzuschauen und zu ändern. Das ist jetzt aus Google Slides. Wenn ich dort die Farbe hier einstelle und auf dieses Dropdown drücke, dass ich eine eigene Farbe auswählen möchte, dann bekomme ich diesen Editor. Und da kann ich die RGB-Werte einstellen, dezimal. Das ist genau das, was wir eben gesehen haben, 172, 137 und 9. Aber daneben seht ihr auch immer
den Hexadezimalcode. Und das ist tatsächlich ein Code, der wird von Agenturen sehr viel verwendet, die solche Farbpaletten erstellen. Die Hochschule Osnabrück, die ihr, sag mal, ihr Corporate Design in einem PDF veröffentlicht hat, hat überall die hexadezimalen RGB-Codes für ihre Farbpalette reingeschrieben, weil der einfach der Hexadezimalcode bei Farben, sag mal, der universelle Austauschcode ist oder die Darstellung für den RGB-Code an der Stelle, die wir standardmäßig verwenden. Vielleicht der letzte Wert, den ihr hier seht, FF oder die 100. Das ist der Deckungsgrad oder der Alpha-Wert. Da kann ich also sagen, dass die Farbe ein bisschen durchscheinen soll, wenn ich den ein bisschen runtersetze. 100% bedeutet 100%ige Deckung. Ist aber nicht Teil des RGB-Codes per se, sondern wird hier sozusagen noch zusätzlich hinzugefügt. Ja, das heißt, in diesem AC8909 oder AC8909, müsste ich sagen, das ist ja hexadezimal, wird also jede Farbe mit zwei von diesen Symbolen dargestellt. Also AC, das ist der Rotanteil, 89, das ist der Grünanteil und 09 ist der Blauanteil. Und so kann man, wenn man so einen Hexadezimalcode sieht, vielleicht demnächst ein bisschen schneller darauf schließen, welche Farbe sich dahinter verbirgt. Denn welche Farbe verbirgt sich dahinter, wenn alles 0 wäre? 6 mal 0. Wisst ihr es? Weiß oder schwarz, ne? Du hast hier leider daneben getippt. Also es ist schwarz, genau. Also Nullen sind alles schwarz. Da sagt man, es ist also kein Licht. Wir sprechen ja immer beim Additiven von Mischung von Lichtfrequenzen. Und bei Null wäre von allen kein Licht vorhanden, ist schwarz, ne? Also dunkel. Dann wäre natürlich im Umkehrschluss das FF, 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 das ist dann die größte Hexadezimalzahl, weiß. Ne? Das wäre dann das, was du gerade für die andere, für die Nullen vermutet hattest. Das wäre die binäre Repräsentation des Ganzen. Das schlagen wir jetzt nicht nach, weil dafür gibt es keine Tabelle, sondern das wird einfach umgerechnet. Im Prinzip ist das die 172 binär oder AC hexadezimal binär und für die anderen eben entsprechend auch. Bevor wir in die Pause gehen, vielleicht noch kurz die Frage: Number of possible colors. Wie viele Farben können wir denn jetzt mit dem RGB-Code darstellen? Das hatten wir schon mal in der vergangenen Sitzung kurz mal besprochen. Und jetzt nochmal die Frage: Wenn wir wissen, 3 Byte für jedes Pixel, wie viele verschiedene Farben können wir dann für einen Pixel kodieren oder verwenden? Ja, und was kommt raus? Hast du jetzt im Kopf nicht, wahrscheinlich nicht so schnell, aber genau, wir müssten im Prinzip uns überlegen, wenn wir für eine Farbe ein Byte haben und das für jede Farbe, dann können wir im Prinzip bis 2 hoch 2, 23 gehen. Das heißt, wir können 2 hoch 24 mögliche Farben abbilden oder einfach 256 für jede Farbe, für jeden Kanal, wie wir da auch sagen, Farbkanal. Wäre dann 256 mal 256 mal 256. Und das ist eine Zahl, die hatten wir schon mal genannt. Das ist diese ominöse 16.777.216. Und das ist dann True Color, so hat man das früher genannt. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt. Das ist diese Anzahl an Farben, wo wir nicht mehr unterscheiden können, was für uns die Wirklichkeit ist, ne? Weil unser Auge einfach Nuancen zwischen Farben dann nicht mehr unterscheiden kann und wir können nicht mehr sagen, das ist eine andere als diese, bei dieser großen Fülle und wir haben damit eigentlich die Möglichkeit, alles, was wir in der echten Welt sehen, mehr oder weniger identisch im Computer, zumindest für unser Auge identisch abzubilden. Das war nicht immer so, das wollen wir vielleicht zum Schluss noch sagen. Also 16 Millionen Farben sage ich deswegen True Color, das war früher, als ich meinen ersten Computer hatte, das heißt früher, so alt bin ich auch noch nicht, aber das ist halt in Computerzeit dann doch schon langer Zeitraum. Da gab es dann teilweise noch nicht diese ganzen 16 Millionen Farben, sondern wir hatten halt Rechner auch, die konnten das nicht darstellen, die konnten dann nur einen Teil davon. Und das sind dann typischerweise Zweierpotenzen, also 65.000 Farben oder 256 Farben. Wer da mal ein Spiel drin gespielt hat, das macht Spaß. Ja, da sind dann wirklich bis hin zu 4 oder auch monochrom, nur schwarz-weiß. Gibt es alles. Ne? Haben wir alles durchgemacht und damit gearbeitet. Dass wir heute eigentlich darüber nicht mehr reden, sondern 16 Millionen Farben eigentlich immer nutzen
und haben, ja, hat natürlich damit zu tun, dass wir mittlerweile ganz andere Ausstattung haben, weil das natürlich mehr Speicher braucht, ne? Das ist klar. Wir brauchen hier für 16 Millionen Farben mehr Speicher, als wenn wir nur vier Farben abbilden. Vier Farben kriegen wir locker in zwei Bit rein. Von daher brauchen wir da nicht so viel. Ja, wir sind stehen geblieben bei der Frage, wie viele Farben können wir mit dem RGB-Code kodieren und letztlich dann in Bildern darstellen. Und wir haben das gerade berechnet. Das sind diese 16.777.216, was wir auch als True Color bezeichnet haben früher. Heute ist es ganz normal. Ich hatte eben gesagt, ja, früher hatten wir tatsächlich andere Farbkodierungen und ich kenne noch Bildschirme, die eben nur vier Farben darstellen können. Das ist dann ein anderes Erlebnis, als das heute der Fall ist. Aber das ist letztlich passé zum Glück und wir können heute mit 256 mal 256 mal 256 Farben, 3 Bytes arbeiten und dann sehr qualitativ hochwertige Abbilder im Computer darstellen, speichern und verarbeiten. Ich hatte gerade gesagt, 16 Millionen Farben, aber ihr wisst ja auch, wir haben auch Graustufenbilder. Also wir können jedes Bild in einem Photoshop-Programm zum Beispiel einfach in ein Graustufenbild verwandeln oder es gibt ja auch die, sag mal, Schwarz-Weiß- oder Graustufenfotografie, dass man im Prinzip von vornherein nur Graustufen misst und wahrnimmt und speichert. Und da ändert sich ja was. Da haben wir dann nicht mehr, wenn wir jetzt von den Informationen herkommen, nicht mehr ganz so viele Informationen, wenn wir Graustufen nur speichern wollen im Vergleich zu 16 Millionen Farben. Und habt ihr eine Idee, was sich da genau ändert? Und wir sind natürlich interessiert daran, wie viel Einfluss das auf die Größe unseres Bildes hat oder auf den notwendigen Speicherbedarf für die Information eines Pixels. Darum geht es uns ja jetzt hier wieder. Weiß jemand, wenn wir jetzt auf Graustufen gehen, wie viel das typischerweise sind, die wir da unterscheiden, wie viele Graustufen von Schwarz bis Weiß und alles dazwischen ist ja ein Shade of Gray. Weiß das jemand? Ja. Es sind 256. Shades of Gray, genau. Das heißt, wir haben hier wieder diese ominöse Zahl, 256. Und die sagt uns direkt wieder, wie viele Bits oder Bytes wir dafür dann wohl brauchen pro Pixel. Was war das nochmal? 256. Wie viel bräuchten wir? Wie viele Nullen und Einsen? Jetzt im Prinzip ein Drittel von dem, was wir im RGB-Code nutzen. Das waren es ja auch 256 Rotanteile, 256 Grünanteile oder Blauanteile, die wir definieren konnten. Und für Grau nehmen wir im Prinzip ein Byte davon, also 8 Bits und können damit 0 bis 255 an Grauintensität darstellen. 255 wäre dann weiß und 0 wäre schwarz. Und wenn wir jetzt so ein Bild nehmen und das in Graustufen umwandeln, dann haben wir halt keine Farbinformationen mehr, sondern nur noch Helligkeit. Und dann ist das eben 0 bis 255, was wir da unterscheiden, um so ein Graustufenbild darzustellen. Genau, how many Bits? Das haben wir gerade beantwortet. Also 8, weil es 256 Möglichkeiten gibt, in 8 Bits etwas zu kodieren. Und dann kann man das auch noch ein Stückchen weiter treiben. Das habe ich jetzt mal hier in eine reine Schwarz-Weiß-Darstellung überführt. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Bilder scannt. Oder Dokumente vor allen Dingen scannt und ihr setzt so einen Filter darauf und der Filter lautet dann entweder optimier mir mal das Bild, mach daraus Graustufen oder mach daraus ein Dokument in Schwarz-Weiß. Weil wenn wir nur Buchstaben und Ziffern und Zahlen haben, dann reicht eigentlich Schwarz-Weiß. Dann haben wir im Prinzip wie eine Schreibmaschine, die auf weißem Papier einfach schwarze Tinte druckt. Und eigentlich brauchen wir keine Graustufen. Ja, das sieht dann so aus, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr ein Bild scannt, es gibt ja verschiedene Scanner-Apps, dann macht ihr ein Foto davon und anschließend wird das umgewandelt. Und man kann das auch in so eine Schwarz-Weiß-Variante umwandeln, wenn man nur am Text interessiert ist. Und dann wird es natürlich noch weniger Informationen, weil wir dann nicht mal mehr die Grautöne unterscheiden, sondern nur noch schwarz oder weiß. Das heißt, jedes Pixel wäre dann mit wie viel Bits kodiert? Genau, 0 oder 1 könnten wir sagen, 0 könnte schwarz sein, 1 könnte weiß sein und dann bräuchten wir eigentlich nur noch ein Bit. Ich habe jetzt mal hier so ein Piktogramm mitgebracht, um das Konzept dieser Pixel und wie wir sie speichern, noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Das wäre jetzt im Prinzip mal ein etwas weniger hochauflösendes Bild. Typischerweise finden wir solche Repräsentationen
bei den Emojis. Ne? Die Emojis, wenn man die mal ranzoomt, sind auch kleine Pixel-Piktogramme. Und das wäre jetzt mal das Herz-Emoji oder ein Herz-Symbol. Und wenn man da ein bisschen weiter weg das ein bisschen verkleinert, dann sieht das tatsächlich gar nicht mehr so pixelig aus. Dann sieht das aus wie so ein kleines Herz mit so einem, das linke, die drei weißen Pixel, die ihr seht, die machen dann so einen kleinen Lichteffekt, dass das von oben beleuchtet wird. Und das wirkt dann, wenn es viel kleiner ist, deutlich besser auf uns. Wenn man so nah ranzoomt, sieht man dann die Pixel. Jetzt die Frage, wenn das RGB-kodiert wäre, könnt ihr euch dann jetzt ausrechnen mit dem Wissen, was ihr habt, wie viele Dimensionen wir haben auf der X- und Y-Achse, wie viel Bits und Bytes wir dafür bräuchten. Da kann man sich mal jetzt relativ schnell ein Bild davon machen. Will ich jetzt nicht machen, wollte nur kurz einmal darauf zu sprechen kommen, dass letztlich auch solche kleinen Symbole, die wir in unseren Messengern nutzen oder in Texten, letztlich auch als Piktogramme irgendwie dargestellt werden müssen oder als Pixelmatrix. Ne? Also irgendwo muss festgelegt sein, wie so ein Emoji, lachender Smiley, dann auf dem Bildschirm dargestellt werden soll. Und das wäre dann letztlich eine, wie wir gleich sehen, eine Liste von Nullen und Einsen, wo die Pixel in der Reihenfolge, wie sie im Bild vorkommen, kodiert sind. Ich will ganz kurz auf das Thema Compression. Ein Exkurs ist nicht unser Hauptthema, aber wenn wir uns dieses Bild nochmal gerade anschauen, wir könnten das ja jetzt Pixel für Pixel speichern und jede Farbinformation einzeln hätten dann, wenn ihr durchrechnet, 3 Byte pro Pixel. Man kann mal ausrechnen, wie viel das sind. Ich glaube, es sind 11 mal 13 mal 3 Byte. Dann wüsstet ihr, wie viele Bytes ihr da bräuchtet, wenn ihr das als Bitmap speichert. Es gibt aber ja auch, wie ihr wisst, die Möglichkeit, gerade bei Bildern auch zu komprimieren. Habt ihr bestimmt schon mal gemacht. Da habt ihr mal vielleicht ein Bild, ein Originalbild von einer guten Digitalkamera oder auch von euren Handys, wird die Datei relativ groß, wenn ihr sie im sogenannten Rohformat speichert. Das sind dann häufig Bitmaps, also einfach Pixel für Pixel. Alle Farbpixel, die der Sensor gemessen hat, werden 1:1 RGB-Code gespeichert. Und das nennt man das Rohformat, weil es eben nicht verarbeitet oder komprimiert ist. Aber man kann das dann auch in ein sogenanntes JPEG-Format zum Beispiel, JPG, das ist so ein Standardformat, oder PNG, das ist ein anderes, was wir häufig nutzen, umwandeln. Und was ist der Vorteil davon? Warum macht man das? Wer fotografiert hier gerne? Was macht ihr denn so? Immer wenn ich frage, wer macht das und das gerne, meldet sich keiner. Wahrscheinlich, weil man dann nichts sagen möchte, vielleicht auch. Also fotografiert niemand, dann kennt ihr das vielleicht nicht, aber man kann so ein Rohformatbild natürlich deutlich kleiner speichern, wenn ich es in JPEG umwandle. Also es wird dann kleiner. Warum wird das kleiner? Also kleiner im Sinne von, sagen wir mal, 24 MB, auf einmal haben wir nur noch 3 oder 1,2 MB. So krasse Unterschiede kann man da erzeugen. Warum? Das kann man auch machen, genau. Also man kann zum Beispiel Hintergründe transparent machen. Das hat dann auch möglicherweise Auswirkungen auf den Speicherbedarf. Ist aber gar nicht das, worauf wir jetzt abzielen. Also wir haben jetzt ein Bild, wie dieses Bild von dem Strand vorhin. Und das war jetzt ein Rohformat, sagen wir mal, in einer hochauflösenden Kamera. Großes Bild. Und dann kann ich das komprimieren in eine JPEG-Datei. Und jetzt habe ich schon gesagt, man komprimiert das Bild. Ne? JPEG ist ein komprimierendes Verfahren. Und was bedeutet Komprimierung? Das will ich an diesem Beispiel vielleicht nur mal anteasern. Wenn man sich das so anguckt, dann seht ihr ja, da sind erstmal gar nicht so viele Farben drin. Ne? Von 16 Millionen brauchen wir hier, was sind das, 4? Weiß, Rot, Dunkelrot und Grau. Also sind gar nicht alle Farben, die wir benutzen. Und gleichzeitig ist vielleicht noch ein Aspekt zu sehen, den wir uns zunutze machen können, um letztlich Speicherplatz zu sparen. Was würdet ihr sagen? Was wäre, sag mal, ihr wärt vor der Aufgabe, ihr müsst unbedingt irgendwas entwickeln, wie ihr das Ding effizienter als Pixel für Pixel speichern könntet. Was würdet ihr vielleicht machen? Was wäre so ein Ansatz, der vielleicht naiv ist, aber doch funktioniert? Mehrere Pixel zusammenpacken, genau. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weise machen. Wenn man zum Beispiel weiß, man hat hier ganz viel weiße Fläche, dann muss man sich vielleicht nicht jedes Pixel merken, sondern sich nur merken, welcher Bereich weiß ist. Und dann sagt man einfach, okay, das, der Bereich, wie auch immer wir den dann wiederum beschreiben, ist weiß. Man könnte zum Beispiel auch sagen, wir merken uns die Farbe weiß. Oben links fangen wir an. Wir fangen oben links an mit der Kodierung und würden dann nach links und dann immer runtergehen. Könnten ja sagen, oben links merken wir uns, ist weiß. Und dann merken wir uns nur, wie viele weiß folgen danach. Also einer noch. Das heißt, wir merken uns die Zahl 2.
Und dann merken wir uns, jetzt kommt Grau, merken wir uns, wie viele Grau, drei Grau kommen dann. Und so können wir dann zum Beispiel hier in der Mitte, wenn wir zu dem roten Bereich, das man jetzt nicht so gut erkennt mit dem Pointer, aber da können wir uns im Prinzip merken, hier fängt rot an. Ups, also hier. Und dann müssen wir uns einfach nur merken, da kommt 10 mal rot, ohne dass wir jedes Mal wieder die drei Bytes für den Rotpixel uns merken müssen. Das heißt, dadurch könnten wir schon ein deutlich kleineres Bild bekommen. Und das ohne, dass wir Informationen verlieren. Ne? Wir würden das Bild original, so wie es in der Bitmap, so wie hier auch wäre, original wiederherstellen können. Aber wir speichern uns einfach redundante Informationen, nicht redundant, sondern merken uns nur, wie oft zum Beispiel. Das nennt man dann ein verlustfreies Kompressionsverfahren, also wir verlieren nichts. JPEG ist tatsächlich ein bisschen anders. Bei JPEG wisst ihr vielleicht, wenn ihr es komprimiert und die Bilder gegeneinander haltet und ihr habt euch ein bisschen zu viel Komprimierung gegönnt, dann sieht das Bild auch schlechter aus. Das wirkt dann ein bisschen blurry, wirkt ein bisschen nicht mehr so scharf an einigen Stellen. Das seht ihr dann vor allen Dingen, wenn ihr reinzoomt. Und tatsächlich gibt es ein ganz nettes Tool, Squoosh.app. Könnt ihr mal draufgehen, Squoosh, glaube ich, .app. Da könnt ihr ein Bild reinziehen und dann zeigt ihr euch das geteilt. Auf der linken Seite das Original, auf der rechten Seite mit einem gewissen Komprimierungsgrad, den ihr dann einstellen könnt. Und zeigt ihr mal, was das für Auswirkungen hat. Und da seht ihr relativ schnell, was das für Auswirkungen hat. JPEG ist nämlich nicht verlustfrei, sondern JPEG verschmelzt praktisch Teile des Bildes, um letztlich Informationen zu sparen. Ja, das Verfahren selber ist ein bisschen komplexer. Deswegen hier würden wir da jetzt nicht, das ist nicht unser Thema, aber es ist letztlich auch ein Komprimierungsverfahren, aber eins, das nicht das Originalbild wiederherstellen kann, sondern das letztlich dann auf Informationen verzichtet. Und das kann man machen, weil wir wissen, dass das menschliche Auge sowieso in bestimmten Situationen nicht so viel unterscheiden kann. Also gerade wenn ich ein hochauflösendes Bild habe und ein bisschen komprimiere, sieht man den Unterschied gar nicht. Man sieht es natürlich, wenn man es extrem weit treibt, dann schon. Aber so bei 60, 70% Komprimierungsgrad ist das kaum zu erkennen. Und für einige Anwendungsszenarien, wie zum Beispiel Webseiten, dann ein super Trade-off. Weil es Webseiten natürlich, wenn ich sie auf dem Handy zum Beispiel lade, für jedes Bild, das ich im Browser darstellen möchte, die ganzen Daten auf euer Endgerät schaufeln muss. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich eine 24 MB-Datei auf der Hochschulwebseite darstellen möchte. Oder eine 100 Kilobyte-Datei. Da ist Komprimierung dann natürlich extrem wichtig. Okay, das wäre ein kleiner Exkurs gewesen. Also Bilder würden wir wahrscheinlich im Gebrauch selten als Original-Rohdatei nutzen, sondern das wird meistens irgendeine komprimierte Form sein. Aber die Digitalisierung eines Bildes basiert erstmal in diesem rohen Format über den Sensor einer Kamera. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was wir digitalisieren und digital abbilden wollen, sind Schriften. Fonts im Englischen. Da habe ich jetzt mal einfach mal ein Beispiel mitgebracht für so eine ganz einfache, sagen wir mal, Schreibmaschinenschrift. ABC hat mir gerade schon gesehen. Ein Herz ist ein sogenanntes Piktogramm mit Pixeln und genauso sind Schriftzeichen, also Schriftarten und deren Zeichen eben auch als Piktogramme kodiert. Und da brauchen wir tatsächlich in vielen Fällen nur diese Schwarz-Weiß-Geschichte, was wir gesagt hatten, Schwarz-Weiß, 0 oder 1. Wir müssen also einfach nur merken, wo ist ein Pixel und wo ist keins. Und beim A hier auf der rechten Seite würde man jetzt hier so sehen, das ist also, wenn man durchzählt, 5 mal 7 Pixel groß. Und wir haben hier jeweils dort, wo also ein Pixel dargestellt werden soll, einen weißen Fleck, ein weißes Pixel und da, wo keins dargestellt werden soll, ein dunkelgraues. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich einen schwarzen Hintergrund habe. Typischerweise würde man eher die Pixel invertieren und schwarz darstellen, wo halt eine Linie gezogen werden soll. Aber das ist auch wichtig zu wissen, wenn ihr also eine Schriftart verwendet und ihr könnt mal bei Google Schriftarten im Internet gucken, die haben ja ganz viele Schriftarten, die ihr frei nutzen könnt. Und dann sind immer alle Characters aus jeder Schrift dort auch einzeln dargestellt. Dahinter liegt letztlich genau diese Information, also wie ist ein Symbol darzustellen, wo sind die jeweiligen Pixel in diesem Piktogramm. Und das Ganze kann man dann, Entschuldigung, an dem Beispiel von dem A sich vorstellen wie 0 und 1, dort wo wir eben einen Pixel haben wollen nachher auf dem Bildschirm, wenn wir die Taste drücken, da soll eine 1 stehen und da wo eben keins sein soll, eine 0. Das wäre dann transparent. Und letztlich, wenn wir das haben, können wir daraus einfach eine Liste machen. Ne? Also einfach eine lange Liste, eine Auflösung von Nullen und Einsen und uns das merken.
Und dann kann der Computer aus einem ASCII-Text, der ja diese Buchstaben kodiert, um es darzustellen auf dem Bildschirm, in dieses Codesystem reinschauen und gucken, welche Nullen und Einsen muss ich jetzt an den Bildschirm schicken, damit er diese Pixel darstellen kann. Genau. Dann könnte man auch ausrechnen, wenn man weiß, das sind 7 mal 5 Pixel, wie viel Speicherbedarf wir für einen Buchstaben aus diesem Alphabet, aus dieser Schriftart haben. Genau. Und das, den Begriff hatte ich gerade schon genannt, nennt man also eine Bitmap. Eine Bitmap ist letztlich nichts anderes als diese Pixel-by-Pixel-Speicherung der Farbinformationen. Und die Bitmap ist letztlich dann das, sagen wir mal, Ursprungs-Rohformat, was man sich vorstellen kann, wo wir wirklich jeden Pixel einzeln speichern. Und wenn wir das im RGB-Format tun, dann wisst ihr jetzt, wie ihr ausrechnen könnt, wie viel Speicherbedarf wir für bestimmte Bilder haben. Und wenn ihr mal ein Bild im Rohformat seht, dann wisst ihr jetzt, woher diese große MB-Anzahl kommt, die dahinter liegt und warum die beim JPEG dann kleiner ist. Es gibt noch einen ganz spannenden Anwendungsfall für die Abbildung von Grafiken, das sind die sogenannten Vektorgrafiken. Kennt zufällig jemand ein Vektorgrafikformat? Oder mal anders gefragt, hat jemand den Begriff Vektorgrafik schon mehr gehört? Ja, PNG tatsächlich nicht. PNG ist kein Vektorformat. PNG würde in die andere Klasse fallen, also in die nicht vektorbasierten. Also zum Beispiel PDF ist ein Format, was vektorbasiert Daten speichert. Man kann also auch Grafiken im PDF-Format speichern und das wäre ein Vektorformat. SVG, Scalable Vector Graphics. Typischerweise, wenn ihr in Adobe-Programmen wie Photoshop oder sowas arbeitet, die haben auch ein proprietäres Vektor-Grafikformat, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie es heißt. EPS, PostScript, ist auch ein Vektorformat. Also das sind alles Beispiele. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was ist da eigentlich der Unterschied und warum brauchen wir die? Und die Idee beim Vektorgrafik, bei der Vektorgrafik ist, dass wir uns nicht die Pixelinformationen merken. Ja, wir speichern nicht Pixel für Pixel und Farbwert, sondern wir beschreiben, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Wir haben also eine, so sage ich mal, Anleitung, wie dieses Bild zu zeichnen ist. Und das sieht dann in einem Beispiel so aus. Das ist tatsächlich ein Bild, wie es in einer Textdatei gespeichert werden könnte im SVG-Format. Das ist jetzt wie gesagt, Format SVG, die Sprache, die wir hier verwenden, das nennt man XML. Das ist eine universelle, sage ich mal, Beschreibungssprache, mit der man verschiedene Dinge ja, beschreiben kann mit Tags und Attributen. Und hier sehen wir, das wollen wir nur ganz kurz anreißen, oben das sogenannte SVG-Tag, das startet sozusagen ein Bild und das endet es hier unten. Und alles, was dazwischen ist, gehört zu unserem Bild. Und ihr seht hier Circle fünfmal. Und dann seht ihr irgendwie so CX, CY, R, Stroke und dann irgendwas, was wir jetzt gerade kennengelernt haben und so weiter. Was ist das wahrscheinlich? Was könnt ihr euch vorstellen? Was sehen wir da auf dem Bild dann, wenn wir es malen? Wenn wir es im Browser anzeigen. Ein Webbrowser kann SVG anzeigen. Also ihr könnt das mal kopieren, in eine Datei packen, .svg speichern und im Browser angucken, dann seht ihr es. Der zeichnet das für euch. Aber das gibt euch vielleicht auch schon einen Clou, wenn ihr das lest. Also Circle, Kreise und dann haben wir irgendwie CX und CY, das sind die Koordinaten, also Koordinate X und Koordinate Y. R im Kreis könnte der Radius sein. Und dann gibt es Stroke und Stroke Width. Was ist Stroke übersetzt? Das ist wenn wir mit dem Stift zeichnen, ne? Ein Stroke ist eine Linie sozusagen, die wir zeichnen. Also die Farbe und die Größe dieses Stiftes, der hier verwendet werden soll. Und die Farbe, die kennt ihr, ne? Das ist, was ist das? Also nicht die spezielle Farbe, aber das Format. Das haben wir gerade kennengelernt. Was sehen wir da nämlich? Was ist das? 0085C7. Was könnte das sein? Hexadezimalcode für den RGB-Wert, ne? Das heißt, dieses Bild sagt nichts anderes als, zeichne einen Kreis an der Position 60, 60 mit dem Radius 50, mit der Farbe 0085C7 und mit der Stroke Width, also die Breite des Pinsels 10 Pixel und bitte fülle diesen Kreis nicht.
Und das Ergebnis sieht dann eben tatsächlich so aus. Nicht ganz original die Olympischen Ringe, weil die sind eigentlich noch verschachtelt. Das habe ich nicht hinbekommen. Oder ChatGPT hat es nicht hinbekommen. Aber das ist im Prinzip das Ergebnis. Überlappende Ringe, die angeordnet sind wie die Olympischen Ringe. Und die Farbe weiß kommt nicht wirklich vor, aber auf schwarzem Hintergrund ist schwarz natürlich nicht sichtbar, deswegen weiß. Und das wäre das Ergebnis. Und was ist jetzt der Vorteil von der Vektorgrafik? Ich könnte daraus ja auch eine Pixelabbildung machen und das wieder bitmapweise speichern. Der Vorteil, wenn ich so eine Beschreibung habe, ist, ich kann es beliebig groß skalieren, weil ich ja nicht sage, hier ist Pixel, 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 ich habe so und so viel Pixel. Und wenn ich Pixel skaliere, werden sie irgendwann sichtbar, weil sie immer größer werden. Dann sehe ich, dass das lauter kleine Quadrate sind. Wenn ich sage, zeichne mir einen Kreis mit Radius 50, in welcher Dimension du auch immer gerade bist, was dann die 50 genau bedeutet, das können dann 100, 200 oder 1000 oder 1 Million Pixel sein. Weil letztlich sind es natürlich Pixel auf dem Bildschirm, aber die Anweisung, dieses Bild zu zeichnen, wenn es dargestellt wird, ermöglicht uns auf beliebigen Bildschirmen, auf beliebigen Ausgabeformaten, das immer hochauflösend darzustellen. Das habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr in so ein PDF reinzoomt in den Text, der wird irgendwie nie pixelig. Der bleibt immer scharf. Das ist, weil das letztlich eine SVG oder nicht SVG, eine Vektordarstellung ist. Aber wenn ihr zum Beispiel in ein gescanntes Dokument, was ihr mit dem Foto gescannt habt, reinzoomt, dann merkt ihr, das wird immer pixeliger. Ne? Das wird dann letztlich sichtbar, dass dahinter Pixel liegen. Das ist beim Vektorgrafikformat nicht der Fall. Genau. Was können wir noch kodieren? Wir haben jetzt viel über Bilder gesprochen, über Texte. Und jetzt haben wir natürlich noch irgendwie Bedarf, auch Töne. Musik, aber auch wenn ich hier in das Mikrofon spreche und über Zoom das aufzeichne, aber auch wenn ihr telefoniert. All das sind Töne, die wir irgendwie im Rechner verarbeiten und dementsprechend auch abbilden müssen. Und um das sich ein bisschen genauer zu vergegenwärtigen, müssen wir erstmal überlegen, was ist eigentlich Ton? Ja, und was ist Ton? Was ist das physisch, physikalisch, wenn wir darüber sprechen würden, was ist? Ja, hat eine Frequenz. Genau, und was ist es letztlich in der Welt? Wie würde man beschreiben, was Ton ausmacht oder Schall allgemein? Genau, und worüber wird das transportiert, wenn ich jetzt mit dir spreche? Wieso kommt das bei dir an? Genau, über die Luft. Und dann in einer bestimmten Frequenz, je nachdem, was für einen Ton ich mache, wird dann die Luft schneller frequentiert bewegt oder eben langsamer. Und das macht den Ton aus. Jetzt können wir natürlich das auch messen. Und dann digitalisieren, das ist die Idee. Ne? Die Idee ist letztlich, wenn jemand im Gesangsstudio ist und im Mikrofon singt, dass wir das, was die Person da singt, dann möglichst ja, detailgetreu auch digital abbilden können. Ne? Und das ist hier die Frage. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, Ton ist also Luft und über die Zeit die Veränderung in der Luft, dann haben wir hier die X-Achse Time. Das Bild stammt aus dem Text, den ich euch eben vorgestellt habe zum Thema Understanding the Digital World. Das ist das Bild, was ihr da auch findet. Und da haben wir einmal die Zeitachse. Und hier ist mal ein hypothetischer Verlauf einer Kurve, wie sie jetzt ja, einfach mal als Beispiel dargestellt ist, die jetzt ein Verlauf von Luftdruck in diesem Fall. Ne? In diesem Fall, weil wir über Ton sprechen, Luftdruck, Pressure. Hier oben ist er höher, der Druck der Schallwelle, und hier unten ist er niedriger. Und der wechselt also zwischen diesen Amplituden. Und das ist letztlich das, was wir messen können. Das ist aber das, wie es in der echten Welt erstmal ist. Es ist eine kontinuierliche Welle. Ne? Also wir haben jetzt praktisch, wenn ich spreche, könnte man sich vorstellen, kommen lauter kleine Wellen in der Luft mit unterschiedlichen Ausschlägen bei euch an, und die markieren letztlich die Lautstärke. Wenn ich laut spreche, dann sind die Wellen größer, ne? Dann habt ihr mehr Amplitude dahinter. Wenn ich ganz leise spreche, dann wird es im Prinzip weniger Ausschlag geben. Und die Frequenz, wie schnell die Wellen sich bewegen, gibt dann den Ton an. Wenn ich höher spreche, dann habe ich eine höhere Frequenz, also schnellere Wellen. Und wenn ich langsam spreche, dann, tief spreche, nicht langsam, dann wird die Welle länger. Und das ist ja erstmal genug, um das zu verstehen. Und jetzt können wir überlegen, wie kann man das jetzt digitalisieren? Darüber werden wir auch noch sprechen, wenn wir über Digitalisierung analog versus digital sprechen. Aber um zu verstehen, wie wir es jetzt digital abbilden können, müssen wir zumindest jetzt verstehen, wie könnte man jetzt so eine kontinuierliche Welle, wenn wir sie messen,
überhaupt erstmal in eine digitale Repräsentation bringen. Weiß jemand, wie das grob funktioniert? Was können wir jetzt tun mit unseren Messgeräten? Prinzip das hier. Wir haben jetzt die Welle nicht mehr, sondern wir haben jetzt lauter kleine Balken. Und das kann man sich genauso vorstellen. Wenn wir also Ton messen mit einem Mikrofon, das ist ja letztlich ein Messgerät für Ton, dann können wir uns entscheiden, wie viele Beispiele oder Samples, das ist eine blöde Übersetzung, Beispiel, wie viele Stichproben, müsste man eher sagen, aus der echten Schallwelle wir uns angucken. Und wir haben über die Zeit ja eine gewisse kontinuierliche Welle, die auf uns zukommt. Und wir müssen jetzt entscheiden, wie oft in diesem Zeitintervall, sagen wir mal eine Sekunde, wie oft wollen wir eine Probe nehmen. Und das sollten natürlich Proben im gleichen Abstand sein, damit wir über jeden Zeitbereich möglichst gleich viele Informationen haben. Und weiß jemand, wie wir das messen, wenn wir sagen, wie viele Proben pro Sekunde wir uns sozusagen messen und dann speichern wollen? In welcher Einheit geben wir das an, wenn etwas pro Sekunde stattfindet? Eine Frequenz. Jetzt kommen wir. Genau, ein Hertz. Pro Sekunde ist Hertz. Das heißt, wenn wir sagen 100 Messpunkte pro Sekunde, dann wären das 100 Hertz. Das ist natürlich noch nicht genug. Wir werden gleich sehen, was so der Standard ist in der Musikindustrie. Ein paar mehr. Aber erstmal können wir uns so vorstellen, wir können entscheiden, wie viele Punkte wir messen in einem Zeitverlauf über eine Sekunde, eine Minute und so weiter. Können wir natürlich hochskalieren. Das ist der erste Samples per Unit. Wie viel messen wir? Das müssen wir entscheiden und dann müssen wir entscheiden, wie viele Bits reservieren wir für jeden Messpunkt. Das ist dann die Frage, wie viele Bits reservieren wir für diesen Bereich. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir 2 Bits reservieren würden für jeden Messpunkt. Ja, wir sagen jetzt, wir messen 100 Mal pro Sekunde und für jeden Messpunkt wollen wir die Informationen über 2 Bits speichern. Wie viele unterschiedliche Ausschläge könnten wir dann nur speichern? Bei 2 Bits. Ja. 4. Dann könnten wir uns nur merken, ist es extrem hoch, nicht ganz so hoch, ist es eher niedrig oder ist es vielleicht 0? Also 0 bis 3 könnten wir uns merken, das ist nicht viel. Ne? Würde wahrscheinlich überhaupt nicht, das würde kein wirkliches Tonsignal ergeben, wenn wir das wieder abspielen wollen. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr reservieren. Und typischerweise reservieren wir beim Telefon oder auch bei Musik so um die 16, manchmal auch 32, je nach Qualität, aber 16 ist so ein Standard, 16 Bits. Und jetzt könnt ihr ja mal ausrechnen, wie viel das dann in möglichen diskreten Ausprägungen ist, nämlich 2 hoch 16. Könnt ihr mal ausrechnen. Das wäre die Anzahl, die man standardmäßig pro Messpunkt reserviert an Bits, um diesen zu speichern. Aber ihr seht schon, wir können nicht beliebig viele Werte speichern. Also wir können nicht alle Werte speichern, die kommen, sondern wir müssen uns entscheiden, wie viele diskrete Intervalle wir für die Messung unserer Werte bereitstellen. Und wenn das mehr sind, wird es eben qualitativ besser, weil wir mehr unterscheiden können. Und wenn es zu wenige sind, dann hören wir deutliche Qualitätsverluste in der Aufzeichnung. Das sind die beiden Größen. Und wenn wir jetzt verstehen wollen, wie man Audio dann auf dem Computer speichert, könnt ihr euch einfach erstmal heute merken, okay, wir haben also die Samples und jedes Sample ist kodiert mit zum Beispiel 16 Bit. Das heißt, wenn wir 100 Samples pro Sekunde haben, haben wir 100 mal 16 Bit. 16 Bit sind ja 2 Byte. Also 100 mal 2 Byte, also 200 Byte pro Sekunde. Das könnt ihr mal ausrechnen. Bei 100 Samples pro Sekunde ist es noch sehr wenig. Was hat so eine klassische CD-Aufzeichnung? Oder ich glaube, wir fangen an mit Telefon. Was glaubt ihr, wie viele Samples pro Sekunde haben wir beim Telefon? Wenn wir telefonieren, wird ja auch digitalisiert und dann am anderen Ende wieder ausgegeben. Und dazwischen geschieht dann genau diese Quantifizierung in Samples und Bits pro Sample. Und wie viele Samples pro Sekunde, wenn wir sprechen, meint ihr, zeichnet das Telefon wohl auf? Könnt natürlich auch zur nächsten Slide wechseln. Und da steht's, es sind 8 Kilohertz. Und wie viel sind das also pro Sekunde? Ja, 8000. Das ist ganz schön viel, ne? Pro Sekunde 8000. Und das alles dann in 16-Bit. Kommt was zusammen. Gucken wir uns dann mal Musik an. Ist ja auch etwas, was wir heute weniger auf CD, aber Spotify oder andere Streamingdienste.
Da sind es 44,1 Kilohertz im Standard. Das heißt nicht, dass es immer so ist. Man kann natürlich auch mehr oder weniger, aber man hat 44,1 Kilohertz als, ist nicht zufällig, das ist eine errechnete Größe aus dessen, was wir wissen, was wir als Mensch noch wahrnehmen können, verdoppelt, damit wir jede Frequenz da reinpacken können und so weiter. Da gibt es eine Theorie dahinter, wie man das ausrechnet. Für uns ist nur wichtig, 44.000 pro Sekunde. Und eigentlich können wir als Mensch dann nicht mehr unterscheiden, wenn wir, selbst wenn wir mehr nehmen würden, macht das für uns dann keinen Unterschied mehr, weil unser Ohr, unser Gehirn einfach nicht mehr als das unterscheiden können pro Sekunde. Das ist so ähnlich wie bei den Bildern. Mehr als 16 Millionen Farben würde auch nicht mehr so viel Sinn ergeben für uns. Genauso wie bei 4K-Auflösung wahrscheinlich auch immer ein Schluss ist. Ich hatte ja schon gedacht, bei HD hört es auf, aber 4K ist tatsächlich nochmal ein Unterschied. Aber ich glaube, irgendwann wird es dann nicht mehr unterscheidbar sein für uns, weil wir einfach limitierte Messgeräte haben. Mit unseren Augen, mit unseren Ohren und unser Gehirn. Und da brauchen wir dann nicht die hundertprozentige Detailgetreue, die wir sowieso nicht haben können, weil die unendlich wäre. Ne? Wir haben ja unendlich viele Punkte theoretisch, die wir hier in 44.000 pro Sekunde dann einteilen. Genau, und auch 16 Bits ist so ein Standard. Und jetzt kommen wir zu einem kurzen Exkurs, ähnlich wie bei den Vektorgrafiken. Hier haben wir jetzt gerade gesagt, wir merken uns wirklich bestimmte physikalische Messpunkte und davon 44.000 pro Sekunde. Und wir messen dann in 16 Bit und so weiter. Ist so ähnlich wie bei den Pixeln. Ne? Wir merken uns die Pixel, die Lichtfrequenzen, die auf den Sensor gefallen sind. Gibt es aber auch hier in der Musik ein analoges, nicht analoges, falscher Begriff, aber ein Format, das im Prinzip das Pendant zu den Vektorgrafiken wäre. Nicht so ganz, hinkt ein bisschen, aber mit dem ich deutlich effizienter Musik speichern kann und nicht jedes kleinste den kleinsten Messpunkt speichern. Das ist das MIDI-Format. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wenn ihr so auf Keyboards rumklackert, habt ihr vielleicht so ein elektrisches Keyboard, die nutzen dieses MIDI-Format, wenn ihr das speichert. MIDI steht für Musical Instrument Digital Interface und es ist ähnlich wie Vektorgrafiken eine andere, ganz andere Art der Speicherung. Und hier ist es wieder so, dass wir beschreiben, was das Gerät ausgeben soll, im Sinne von welches Instrument, welche Note und welche Stärke oder Lautstärke der Note gespielt werden soll. Plus natürlich Zeitinformationen und noch ein paar andere kleine Dinge, aber ganz grob gesagt ist das hier nicht eine Speicherung jedes gemessenen Tonwertes, sondern ist im Prinzip eine Beschreibung dessen, was ein Ausgabegerät spielen soll. Und wenn ihr auf alten Spielekonsolen unterwegs seid, da wird auch immer, da merkt ihr, das ist noch kein echter, sag ich mal, Sound, wie wir ihn heute kennen aus den heutigen Spielen, sondern das ist eher so eine Piep-Piep-Piep-Musik. Das ist dann auch so ein Format, wo wir einfach sagen, eine bestimmte Frequenz von Ton, also eine Note soll gespielt werden für eine bestimmte Dauer, für eine bestimmte Lautstärke. Das kann man dann in diesem MIDI-Format zum Beispiel abspeichern. Dann zum Abschluss möchte ich gerne jetzt nochmal von dem Computer weg und dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass auch außerhalb von Computern Codesysteme existieren. Und wir haben auch schon eins kennengelernt bei der Übungsaufgabe beim letzten Mal mit der DNA. DNA kodiert ja auch Informationen. Und was kodiert die DNA konkret in der Biologie, in uns Menschen, Pflanzen, Tieren? Also was beschreibt die Abfolge von den Basen, die in der DNA als Kodierungsmittel genutzt werden. Was wird damit beschrieben? Genau, also auf der Ebene könnte man sagen, sie kodieren letztlich ein Lebewesen, ne? Also und wie dieses Lebewesen im Phänotyp dann nachher aussieht, das ist richtig. Man kann aber auch eine andere Ebene nehmen. Darunter, sie kodieren letztlich die zu produzierenden Aminosäuren, ne? Die da produziert werden. Genau, das ist also letztlich das, was sie kodieren. Und daraus entsteht dann all das, was du gerade gesagt hast. Also das wäre ja ein Code, den wir schon kennengelernt haben. Und der ist hier auch mit abgetragen auf der rechten Seite hier, ne? Das ist hier die Kodierung aus den vier Basen, die es gibt. Und welche Aminosäure da letztlich rauspurzelt. Und da seht ihr, wenn ihr euch das mal anguckt oder noch erinnert an Biologie, da gibt es Redundanzen. Auch da gibt es mit vier Basen mehr Möglichkeiten, was zu kodieren, als wir überhaupt an Aminosäuren produzieren müssen. Und das ist jetzt hier redundant. Das heißt, es gibt verschiedene Kombinationen, die zur gleichen führen einfach. Die hat die Biologie oder die Natur dann in der Evolution doppelt belegt, weil sie vielleicht besonders wichtig sind. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass einfach was freigelassen wurde, sondern sie wurden dann einfach doppelt belegt.
Also es gibt zwei oder drei Kombinationen aus Basenpaaren, die zur gleichen Aminosäure führen. Okay, aber das ist ein Biologiebeispiel. Auch wir Menschen nutzen jeden Tag oder vielleicht nicht jeden Tag, aber häufig Codesysteme. Und wir können ja mal einmal zum Abschluss vielleicht diese von A bis F. F hatten wir gerade mal durchgehen. Also A, was ist das? Ein Barcode, genau. Der Barcode kodiert letztlich eine Nummer, eine EAN-Nummer meistens. Das ist eine Nummer, die den Artikel bezeichnet oder identifiziert. Und das wird vor allen Dingen an der Kasse natürlich genutzt, wo man dann über den Scanner den Barcode, also den Scanner über den Barcode legt oder diesen scannt. Und ja, und habt ihr euch mal gefragt, wie das funktioniert? Oder weiß jemand, wie es funktioniert? Grob, reicht, wenn es grob verstehen, ja. Ja, Abstände oder die Breite, genau, es gibt also schwarz und weiß, ne, man sieht das ja hier vielleicht. Es gibt hier unterschiedliche Breiten, ne, die definiert sind, sowohl in den weißen als auch in den schwarzen. Und mal ganz salopp gesagt, darüber kodieren wir die Informationen. Also ob es dick, dünn oder ganz dünn, da gibt es verschiedene Ausprägungen und wie die sozusagen aufeinander folgen. Damit ist dann jeweils eine bestimmte Zahl assoziiert und kodiert. Da gibt es noch ein bisschen mehr, das ist ein bisschen komplizierter als das. Der ist vor allen Dingen auch rückwärts und vorwärts lesbar, sodass es egal ist, wie rum wir den drehen. Der ist relativ gut abgesichert dagegen, dass man also gegen Fehler abgesichert. Also da gibt es ein bisschen mehr Gehirnschmalz, was da reingesteckt wurde, aber grundsätzlich kodieren wir über die breiten unterschiedlichen Ausprägungen von weiß und schwarzen Balken diese Zahlen. Und die Zahl, die damit kodiert ist, die steht auch immer darunter, ne? Also das sind die Zahlen, die praktisch durch diese Abfolge von dicken und dünnen ja, Balken, deswegen heißt der Barcode, abgebildet werden. Ja, das darunter. Auch sehr verbreitet heute, ne? Genau. QR-Code steht, glaube ich, für Quick Response, habe ich mal irgendwann gelesen. Ich wusste es selber nicht, musste ich nachschlagen. Quick Response Code. Das könnt ihr mit dem Handy scannen und letztlich kodiert das theoretisch beliebige Informationen. Meistens kodieren wir damit heute URLs, ne? Also Aufrufe von Webseiten. Aber es kann theoretisch jede beliebige Information kodieren, wenn ich weiß, wie ich diesen Code zu lesen habe. Und der wird im Prinzip über zwei Dimensionen abgebildet. Also ihr seht, es gibt hier nicht nur irgendwie Balken von oben nach unten, sondern es gibt im Prinzip ähnlich wie beim QR-Code unterschiedliche Muster von schwarzen und weißen Kästchen. Und letztlich haben wir hier dann zwei Dimensionen und bilden darüber die Informationen ab. Ohne dass wir jetzt ins Detail gehen, ähnliches Prinzip, aber ein bisschen kann mehr Daten speichern, mehr Informationen abbilden, weil wir einfach viel mehr Details haben und kann eben auch von einem visuellen Scanner erfasst werden. Was haben wir da drunter? C. Genau. Weißt du, wie der Code dazu heißt? Ja, Blindenschrift oder der Braille-Code, Braille. Das ist das, was man häufig auf Medikamenten, da ist es für mich am einprägsamsten, da ist es immer drauf, aber auch an vielen Ampeln, ne, das kennt ihr vielleicht, dass da so diese leicht hervorstechenden kleinen ertastbaren Punkte sind, die kodieren letztlich für Personen mit Einschränkungen beim Sehen oder Blinde, die ja, Buchstaben oder Ziffern. Und da kann man dann eben über das Fühlen und wenn man ein ganz feines Gefühl im Finger hat, und das entwickelt man wohl, wenn man nicht sehen kann. Ich könnte das zum Beispiel nicht, das kann man aber wohl üben. Dann kann man diese unterscheiden und letztlich dann auf diese Art und Weise über den Finger lesen. Ne? Das ist einfach eine alternative Kodierung von Informationen, wenn man nicht sehen kann. Ja, und das weiß jemand, was da steht? Das muss man nicht kennen, wenn man sehenden Auges rumläuft, das ist also Hallo in Blindenschrift. Und ein weiteres Codesystem, was nichts direkt mit Computern zu tun hat. Natürlich kann man sagen, Barcode und QR-Code sind schon irgendwie im Kontext von digitalen Geräten auch unterwegs, aber es ist erstmal per se nicht unbedingt Computer notwendig oder kommt nicht per se aus dem digitalen Bereich, sondern QR-Code ist etwas, was ich typischerweise auch ausdrucke und auf ein Produkt klebe und ist dann doch schon sehr analog an der Stelle. Was ist dann D, haben wir heute kennengelernt. Morse Code hat auch erstmal nichts mit Computern zu tun.
oder ist vor allen Dingen auch völlig abseits von Computern entstanden, nämlich in der Kommunikation, sehr viel verwendet für Telegrafenkommunikation, hat man eben gesehen, ne, mit den Personen, die da akustische Signale erzeugen, um Nachrichten weiter zu vermitteln und so weiter. Das ist ein Anwendungsbereich, aber heute findet man immer noch Anwendungsbereiche, eben in Notsituationen zum Beispiel, wenn man eine Taschenlampe hat, kann man damit kommunizieren. Und wenn man das Alphabet dann auch noch kann, dann kann man auch noch sinnvolle Sachen, außer SOS. SOS ist natürlich gut zu wissen. Merkt euch das mal, das haben wir auf der einen Slide drauf. Ja, E ist auch tatsächlich ein Codierungssystem. Wer spielt hier ein Instrument? Jetzt aber. Auch nicht. Also ich spiele auch gerade keins. Ich habe mal ein bisschen Gitarre gespielt, aber nie Noten gelernt. Tatsächlich habe ich das immer nur nach den Griffen der Akkorde gemacht und gelernt. Deswegen ist das für mich auch ein bisschen weiter weg, wenn ich darüber rede. Aber dann ist ja hier auch kein Experte oder keine Expertin. Also Noten, ne, aber hat man schon mal gesehen, ist auch ein Codesystem. Was kodieren Noten? Ja, Töne und welche Töne ich auf dem Instrument spielen soll, mit welcher Länge, welche Dauer und so weiter. Und das haben wir uns halt hier über ein bestimmtes Set an Symbolen, wie gesagt, als Codierungssystem gegeben. Und wenn jemand dann ein Musikstück spielen soll, dann reichen diese Noten aus und er kann das ähnlich wie in dem MIDI-Format dann eben auf seinem Instrument spielen. Und wenn ich eine Flöte oder ein Keyboard oder was auch immer habe, kann ich trotzdem dieses Stück spielen, weil die Noten erstmal nichts über das Instrument direkt aussagen.